Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Zuletzt wollte ich den Quest lösen, wie heißt der noch? Die Kinder der Lady, genau. Und ich bin sehr viel rumgereist und habe mich auch nochmal erkundigt nach Dingen, die wir sowieso noch erledigen müssen und so. Bin sogar auf die Stulpen des Bolgan-Fluchs gestoßen. Ich weiß nicht, ob das letzte Set-Teil war von der Bolgan-Rüstung, die mittlerweile natürlich gar nicht mehr so gut ist für uns, also nicht mehr ausreichend gut, aber wäre schön, wenn es das letzte Teil ist. Ich habe es noch nicht überprüft. Viel wichtiger ist aber, dass ich auch nochmal ins Schloss Ancilla reingegangen bin. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich noch nicht alle Bücher hatte und dafür gehe ich mal in Gegenstände, genau, und habe jetzt zwar alle Puppen, aber ich habe jetzt auch im Gegensatz zum vorigen Part überhaupt alle Bücher über Ancilla oder alle an der Briefe. Hier sind sie. Da hatte ich erst, da hatte ich 2 und 3, aber 1 fehlte mir. Und ich würde sagen, wir lesen die jetzt mal, weil dann können wir auch ihr eine andere Antwort geben und das finde ich viel, viel besser, als zu sagen, hey, ich weiß darüber gar nichts, weil wir haben uns ja auch die Mühe gemacht, die Puppen zu suchen. Dieser Brief trägt ein zerbrochenes Wachssiegel, das mit einem Wappen versehen ist. Lady Ancilla. Ihr glaubt, mich mit euren kleinen Schachzug gestern überlistet zu haben, doch ihr irrt euch. Mein Beileid gilt eurer Familie, dass sie eine so jämmerliche Versagerin wie euch hervorgebracht hat. Es ist in ihrem eigenen Interesse, dass ihr die wenige Würde wahrt, die ihr noch besitzt, und euren fast ebenso inkompetenten Sohn eure Nachfolge antreten lasst, Lord Gastyr. Lady Ancilla 2, eine eilige niedergeschriebene Nachricht mit dicken Zügen ausgestrichen. Wäret ihr nicht eine so jämmerliche Herrscherin über euren eigenen Herd, hättet ihr nicht ein solches Ausmaß an Gesetzlosigkeit in eurem Besitz und müsstet Respekt Personen nicht fälschlich bezichtigen. Nur weil ihr euch derart peinlich benehmt, tun andere dies noch längst nicht. Lord Gastyr. Dieser Brief ist mit einem lachenden Gesicht und blumigen Mustern verziert. Wieder einmal beweist ihr eure grenzenlose Dummheit. Ihr werdet für euren Frevel bezahlen, das schwöre ich. Nichts solltet ihr mehr fürchten als meine Vergeltung. Ihr habt meinen Zorn zum letzten Mal geweckt und nun werdet ihr samt eurer vermaledeiten Familie bezahlen. Ich würde euer Haus verfluchen, wäre es nicht durch eure schlechte Führung ohnehin schon im Untergang geweiht. Der wahre Lord der Kelet-Küste Gastyr. Damit haben wir alles gelesen davon. Wir können auch nochmal an Lord Gastyr lesen. Das sind nämlich die Gegenbriefe, die Gegenstücke. Dieser Brief ist mit ruhiger, künstlerischer Hand geschrieben. Ihre Antwort auf euer Schreiben. Danke, dass ihr euch um meine Familie sorgt. Doch solltet ihr euch eure... Ja, ich hätte es mal hin und her lesen sollen. Egal, ihr versteht das schon. Danke, dass ihr euch um meine Familie sorgt. Doch solltet ihr euch eure Sorgen für die eure aufsparen, ehe euer Gemahlin erneut das Kind eines anderen austrägt. Die ersten 3 Male waren recht unterhaltsam skandalös, doch nun ist es schon fast banal. Was das angeht, was euren Worten nach vor 2 Tagen geschehen sein soll, weiß ich nicht, wovon ihr sprecht. Ich war zu jener Zeit geschäftlich in Rat hier, Lady Ancilla. Auf ein edles Blatt Papier geschrieben. Ob eures kindlichen Sinnes für Humor fandet ihr das wohl komödiantisch. Lasst mich euch in die Feinheiten der Kriegsführung einweisen. Was ihr heute getan habt, ist gleichzeitig damit, die eigene Frau ins Bett zu bekommen. Eine leichte Aufgabe. Wenn ihr euch das nächste Mal an eine solche Tat wagt, solltet ihr etwas Beachtenswertes tun. Es wäre gewiss das erste Mal, Lady Ancilla. Als der fast ebenso inkompetente Sohn werde ich es zu meiner ersten Amtshandlung machen, euch dafür bezahlen zu lassen, was ihr meiner Mutter angetan habt. Ich hoffe, dass einer eurer unzähligen Bastarde von Kindern den jämmerlichen Hauch von Kontrolle wahren kann, den ihr über euer Land habt. Es wäre ansonsten recht langweilig. Lord Ancilla. War das jetzt alles von... Das war Lady Ancilla und das war Lord Ancilla. Okay. Also 2-mal Lady und Lord. Hier war es Lord Gastyr. Ja. War immer Gastyr. Okay. Gut. War das jetzt alles? Reicht das? Natürlich werden wir auch noch die anderen Sachen lesen, aber hat sie darüber jetzt was anderes zu sagen? Ich begreif's noch nicht. Ich speichere mal an der Stelle. So. Ich hoffe, dass das irgendwie ausreicht. Verdammte Feuchtigkeit. Ihr habt die Puppen gefunden? Das ist wundervoll. Wartet nur, bis meine Schwester sie zu Gesicht bekommt. Sie werden ihr das hämische Grinsen schon aus ihrem hässlichen Gesicht wischen. Also erzählt mal. War irgendetwas Wahres an der alten Legende, dass sie irgendwie besonders sind, die Puppen? Nicht, dass ich wüsste, aber warum? War das... Es hing damit jetzt gar nicht zusammen, ne? Bedauerlich, nun ja.
Ich werde schon noch eine Chance bekommen, sie mir genauer anzusehen. Hört zu, ihr mögt ja berühmt sein, aber ihr habt euch dennoch eine Belohnung verdient. Bitte nehmt dieses Gold und diese Rüstung. Der gefreite Odakirk ist gestern verstorben und, nun ja, warum sollte man eine gute Rüstung verschwenden? Ich habe nicht genug Platz an Scyllas Puppen. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass man aus den Briefen irgendwie was darüber erfährt. Alles, was ich weiß, ist, dass sie aus spröden Farnwedeln gemacht sind und dass Lady Ancilla sie stets in ihrer Nähe hatte. Ich vermute, es war wohl irgendetwas in ihnen verborgen. Ja, aber was hätte ich jetzt mit den Puppen was machen sollen, oder wie? Moment mal. Ich lade jetzt nochmal neu. Hab ja gespeichert. Ich will mir die Puppen nochmal angucken, weil ich dachte jetzt, die Briefe reichen vielleicht. Kann man sich die Puppen noch angucken? Haben wir da irgendwas übersehen vielleicht? Ein Scylla-Puppen. Diese kleine Puppe wurde aus den Wedeln von Küstenbäumen gefällt und scheint von den Alpha zu stammen. Es heißt, dass Lady Ancilla, die von den Bolgern ermordet wurde, eine wertvolle Sammlung solcher Spielzeug hatte. Nutzen. Versteckter Schatz, du öffnest die zerbrechliche Farnpuppe und findest in ihr eine strahlende Gemme. Ach so. Und das können wir jetzt bei allen machen. Okay, krass. Die sind jetzt alle geöffnet worden. Und wo sehe ich diese Gemmen? Sind das jetzt besondere Gemmen? Weil die anderen, die dann, die hatte ich vorher auch schon drin. Okay, also ich habe sie jetzt geöffnet. Das war das. Okay. Das habe ich vorher nicht gemacht. Wo sind die denn jetzt? Was? Blalala. Ich will mal wissen, ob die jetzt hier unten irgendwo sind. Ja, ich muss wieder durchscrollen langsam. Ich ja nicht mit Maus spiel. Hä? Weiß ich nicht. Sind die jetzt hier irgendwie an einem bestimmten Platz oder so? Dann geben wir sie ihr jetzt mal Könnt zurück. Ihr die Bolgern riechen? Ihr habt die Puppen gefunden? Also erzählt mal. Ah, in ihnen waren ein paar Juwelen. Die Legende, dass sie irgendwie besonders sind, die Puppen. Ja, in ihnen waren ein paar Juwelen. Da haben wir es. Es kam also nicht durch die Briefe, die ich aber sowieso gelesen hätte, sondern... Ja, okay. Dann gehören die Edelsteine euch als Entschädigung für eure Mühen. Ich bin glücklich, die Puppen behalten zu können, denn sie sind Teil der Geschichte. Erneut vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, meiner Schwester zu erzählen, wie die Heldin von Melsentia das Geheimnis um Lady Ancillas Kinder gelüftet hat. Ja, okay, jetzt bin ich wesentlich zufriedener. Und habe auch mehr Platz im Inventar, was ich auch gut finde. Okay. Ich stamme aus den Eratel-Ebenen aus Kuln. Meine Familie ist nach der Invasion nach Westen gezogen, doch ich entschied mich zu kämpfen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Okay, dann wünsche ich ihr alles Gute und dann machen wir hier mit ihm weiter, denn auch er kriegt seine Sachen wieder. Ich laufe einfach weiter. Mich seht ihr sobald nicht wieder in einer Festung. So. Hab ich... Gebt Ach, ich habe mit dem Falschen geredet. Hier, ihn will ich doch. Der Wald rückt hier... Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Aloft. Jetzt. Ihr scheint auf Schloss Ancilla für großen Aufruhr gesorgt zu haben. Seit ihr durch dieses Rohr geschlüpft seid, beobachte ich die Panik der Tuatha. Gut gemacht. Ihr habt meinen ewigen Dank, wirklich. Nur wenige hätten getan, was ihr getan habt. Es wäre eine Ehre gewesen, in Melsentia an eurer Seite zu kämpfen. Bitte nehmt diesen Schild. Er ist das Einzige, was sie mir nie nehmen konnten. Ihn und meine Würde. Okay. Meine Männer und ich wurden von General Tilera persönlich ausgewählt, um die Reihen der Tuatha in Melsentia zu unterwandern und Verwirrung zu stiften. Ancilla war der Schlüssel zur Kaelit-Küste, eine Festung, die über das Haus des Stolzes und den Durchgang nach Alabastra hinwegblickte. Dort endete unsere Mission in einer Katastrophe. Jetzt wissen wir auch, dass Ancilla es nicht gerade einfach hatte, Haus Ancilla. Das Anwesen von Lady Clary Ancilla erstreckte sich einst von der Kaelit-Küste aus bis in den Dammwald im Norden. Doch das war, bevor die Gastürs dort einfielen und ihre eigene Feste errichteten. Es ist eine lange Geschichte. Und beide Familien gingen zugrunde, als die Bolgan auftauchten. Ihr seid vielleicht schon Hauptmann Drain Ancilla begegnet. Er ist der letzte lebende Erbe der Feste. Er kann sie haben. Ja, eigentlich gehört der Schluss ja jetzt uns. Ich werde eine Festung nie wieder mit denselben Augen sehen.
Dabei wurde Ancilla in den Geschichten immer als ein vornehmer Ort beschrieben, als Heimstatt, die eines Königs würdig sei. Ich habe meine Lektion gelernt. Okay. Ich wünsche euch viel Glück. Das haben wir auch geschafft und... Ich grüße euch. Mir geht's immer noch so schlecht. Ach so. Okay. Warte, ich muss mal hier meine Sachen nehmen. Kannst du mal aus dem Weg gehen, weil ich hätte gerne meine Sachen. Hallo. So. Oh, mein Inventar ist voll, das ist ja schön. So, möchte ich die Sachen überhaupt haben, die ich bekommen habe? Ich habe irgend so ein Schild bekommen. Ist das denn aus der Seite eines Vulkans geschnitten, wurde dieser Schild von einem Warani gefertigt, der das Erforschen unbekannter Gebiete liebte? Das ist aber nicht besser als das, was wir haben. Das tut mir leid, aber es kommt in den Plunder. Ich werde hier mit Hauptmann erzählen. Ja, ich will doch gar nicht mit dir reden. Ich will meine Sachen haben. So. Ich würde gerne die Sachen alle nehmen, kann es aber mal wieder nicht, weil jetzt... Ach ja, es ist ja immer so ein Kram hier. Kann ich diese goldenen Kelche vielleicht mal hier an jemanden verticken? Möchte jemand goldene Kelche haben? Oh, dann muss ich jetzt wieder anders denken, ne? Kann ich die Beinpanzer? Nee, die will ich behalten, die sehen gut aus. Dann muss ich wieder irgendwas nehmen. So, keine Ahnung. Ja, weg damit. So. So, jetzt fehlen mir wieder drei Sachen. Oh, das gibt's doch immer nicht, ne? Hier, den Langbogen, den brauche ich doch auch nicht, oder? Sekundär, Moment mal. Was habe ich denn da überhaupt drinne? Der kann doch weg. Der kann doch weg. So. So, noch zwei übrig. Kriege ich das noch so hin? Ich ringe mit mir hier. Hier mir der Eishemmnis. Gibt es hier ein Reparaturkit, was ich auch noch verbratzeln kann? Nee, ne? Ach, schade. Ich habe auch noch zwei Relikte von Lyria. Was macht man damit? Weiß ich nicht. So ein doofes Armband. Ja, das Armband ist dafür da. Das ist für einen Quest, den ich offline angenommen hat. Das war so ein Aufgabenquest. Man kann, ich weiß jetzt nicht, in Aiten, der Stadt Aiten, also ganz woanders wieder, relativ am Anfang, da kam man so eine Heide in der Nähe, da ist die Stadt. Da konnte man von, da war doch so eine Pinnwand und da waren Aufgaben dran. Und da habe ich mal geguckt, was da überhaupt dran steht. Und da konnte man halt Diebe jagen. Und wenn man die Armbänder von denen einsammelt, dann kriegt man halt Kohle dafür. Also nichts, was für euch jetzt irgendwie interessant wäre, nur für mich so zum Nebenbei rumlaufen, sodass man halt wenigstens dafür was kriegt, wenn ich dann eh immer irgendwelchen Gegnern begegne. Aber vielleicht kann man auch noch mal was hier lesen. Und wenn wir es gelesen haben, wegschmeißen. Dann haben wir auch wieder Platz. Machen wir das mal so. Ja, und diese ganzen blöden Fiolen nehmen so viel Platz weg und ich will das immer gar nicht. Und dann habe ich den angenommen. Und jetzt fehlen mir zwei oder drei Kudoks, die ich töten muss, damit ich diese ganzen Flaschen mal loswerden kann. Und muss dann schon wieder neue Monster töten, weil ich neue Flaschen bekommen habe. Und die nehmen auch voll viel Platz weg. Ja. Kallas Notizen, verwendbar. Diese gekritzelten Notizen gehören dem berühmten Historiker Kallas und stellen eine Chronik eines Teils der einzigen Schlacht dar, die je zwischen dem Feinhof des Sommers und dem des Winters ausgetragen wurde. Im berühmten Gottsturm, auch verdorrener Krieg genannt, nahm Lord Ysa, dem uralten verfluchten Talisman des Schicksals, an sich. Ein mächtiger, aber gefährliches Artefakt. Wie weit geht denn das? Will ich das jetzt lesen? Okay, das geht noch. Von Tatashen ein mächtiges, aber gefährliches Artefakt, das von den Clan-Champions der Lichtfeiern aus dem Zeitalter der Helden stammte. Ysa traf im Nebel und Treibsand der schattigen Ebenen auf Lord Oon und seine Kriegsbande. Lord Ysa, Lord Oon und ihre Kriegsbanden kämpften stundenlang, bis die meisten ihrer Anhänger tot und Ysa und Oon beide schwer verwundet waren. Schließlich wurde Ysa tödlich verwundet und Oon, im Glauben, der Sieger zu sein, ließ Ysa allein zum Sterben zurück. Doch der schwer verwundete Ysa gab seinem Pagen den Talisman des Schicksals und ließ ihn ohne verfolgen. Okay, und dann geht das wahrscheinlich woanders weiter. Heiliger Trakt. Was ist das denn? Verkret und Arylia. Und so schlich sich Verkret, der Gott des Zorns, auf die Lichtung. Er verbarg sich hinter einem Baum und beobachtete Arylia, die Göttin der Liebe und Schönheit, in all ihrer Pracht. Von diesem Tag an war er wie krank vor Begierde nach ihr. Diese törichte Zeit wird sich legen, sagte Belen. Wie alles andere. Ihr müsst diese Schwäche überwinden, sagte Tyrdon. Alles im Kampf. Tyrdon? Alles im Kampf und Sieg, doch Arylia hatte Verkret auf der Lichtung gesehen, ohne dass er dies bemerkte. Lange hatte seine verächtliche Distanz ihr Herz mit schmerzlicher Begierde erfüllt.
Nun hatte sie seinen Panzer durchbrochen. Also sprach sie mit Lupoku und Lupoku flüsterte in Mitarus Ohr, dass die sieben singenden Glocken ihre Harmonie verloren hatten. Mitaro, tump wie eh und je, machte sich auf, um alle Glocken zu besuchen. Eine Reise von 4 Tagen. Unbeobachtet schlich Arylia sich zur Wegred und die beiden erhüllten einander ihre heiligen göttlichen Unbeschreiblichkeiten und feierten ihre Vereinigung. Liebe und Hass sind bis zum heutigen Tage vermählt und die Narren, die sich an Mitarus Namen klammern, zürnen bis zum heutigen Tage diese heiligen Verbindung, denn ihre Augen sind versiegelt und ihre Herzen sind kalt wie Stein. Aha. Warum sind da jetzt eigentlich 2 drinne? Okay. Dann habe ich die jetzt beide gelesen oder nicht gelesen oder... Okay, ich kann die aber auch nie irgendwie zum Plunder hinzufügen oder so. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Ich weiß auch nicht, was man da macht. Ich möchte das gerne eigentlich haben. Also ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt mal bei den... Was kann ich denn mal machen? Mann. Das ist so doof. Kann ich das hier vielleicht zum... Die blöde Flasche Varani? Brauchen wir die noch für irgendein Quest? Ich habe keine Ahnung. Und kann ich die nicht wegpacken? Die leeren Flaschen? Auch nicht. Oh, das ist doch... Man muss das machen, ne? Das ist doch echt... Wird hier genötigt, diese Quest zu lösen. Das ist echt ein bisschen blöd. Das Abenteuer? Ich weiß nicht, ob wir die anderen überhaupt noch zusammenkriegen. Ich muss irgendeinen Trank nehmen. Was anderes bleibt mir, glaube ich, nicht übrig. Das kann ich nicht nehmen, obwohl ich davon so viel habe. Nehme mal davon noch ein und davon noch ein. Und vom instabilen Trank, genau. Tolle Idee. Hey, mach doch mal. Warum reicht das denn nicht aus? Oh, das regt mich auf, echt. Ah, was macht ihr hier? Ja, mich aufregen, weißt du? So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich muss hier wieder in Ancillas Lager zurück. So, ich gehe jetzt nach Hause. Ich gehe nach Haus und bringe meine blöden Gemmen weg. Das mache ich jetzt mal. Was soll ich denn sonst machen? Lad mal schneller jetzt. Oh, ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig. Jetzt habe ich die ganzen blöden Tränke verbrutzelt und kämpfe gerade nicht mal. Echt, das ist so. Panne ist sowas. Die packst du mal weg. Kannst du nicht mal von den anderen Sachen auch mal was wegpacken? Ich meine, muss man den ganzen Kram hier, Plunder, pack die auch mal weg hier. Weg. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz wieder, oder? Oder muss ich hier noch... Nee, die wollte ich auch noch wegpacken. So, das ist doch schön. Ja, gut. Ob die Sachen jetzt noch da sind, wenn wir weggehen. Weiß ich nicht. Apropos Quest. Geister von Seewacht muss ich ja auch noch machen. Dann gehen wir da mal erstmal hin. Weil kann ja nicht sein, dass ich hier nichts erledigt habe in dem Part. Das ist Zeitverschwendung und die haben wir nicht. Wegen Conny. Wir müssen ja wegen Conny Bescheid sagen, dass Conny jetzt frei ist. Conny, wir kommen! Noch habe ich ein paar Tränke drin. Jetzt können noch ein paar Gegner kommen, wenn sie wollen. Und da kommen sie auch schon. Na. Kannst du mal kommen da hinten? Auch für dich zu verstecken. Hallo. Ja. Fanfaren, Tuata, Musik. Die Tuata-Idioten. Wie, warum sollen wir denn jetzt hier nochmal wieder rein? Warum? Stehen die jetzt hier rum? Tatsächlich. Hey, guten Tag. Nicht zu glauben. Conny ist wieder auf Seewacht. Bald werden unsere Ohren wieder dröhnen, ob ihres wirren Geplappers. Wie ich es vermisst habe. Ja. Gefällt euch, was ich in eurer Abwesenheit erledigt habe? Den Schutt wegzuschaffen war mühsam, aber mit Geduld ist alles möglich.
Als nächstes sollten wir den alten Heiler von Seewacht finden, den Soldaten Erion Odi. Er ist eine mutige Seele und hat sich kurz nach Kriegsausbruch der Armee angeschlossen. Wo ist Erion Odi? Erion hatte immer einen großen Gerechtigkeitssinn. Er ist zur Armee gegangen, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es heißt, er sei nun Sergeant. Er hat es gewiss verdient. Hm. Lebt wohl. Lebt wohl. Okay. Aha, er hat... Ach, das ist Conny. Hey Conny, wie geht's dir? Geht's dir gut, Conny? Ich danke euch erneut, dass ihr mich in meinen Garten zurückgebracht habt. Ich gebe mein Bestes, um die Knospen durch gutes Zureden aus ihren Verstecken zu locken. Vor Gerdflow und den Tuata waren es sichere Landstriche. Zumindest sicher für die Feinen. Wir konnten herumstreifen, wie es uns gefiel. Doch nun lauert unter jeder Baumkrone das Böse. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, ich finde es tatsächlich schön, dass er hier ein bisschen Ordnung macht. Das ist doch toll. So, jetzt gehen wir mal wieder raus. Was ist denn jetzt hier anvisiert, dass ich da raus soll? Ist der Quest nicht beendet? Wo soll ich was? Ich soll da jetzt nochmal langlaufen. Kann ich da per Schnellreise hin? Ja, kann ich. Da ist das Lager. Da sollen wir ihn finden. Dann suchen wir ihn nochmal auf. Wir sollen ja mehrere Leute wahrscheinlich wieder zurückbringen in das Schloss, damit das alles wieder ein bisschen schöner wird. Wo ist er denn? Da. Hallo. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Die Heeresführung möchte gewiss, dass ich euch jeden Wunsch erfülle. Ich brauche euch auf Seewacht. Seewacht? Wollt ihr die alte Ruine etwa wieder aufbauen? Wenn es euch wirklich ernst ist, bin ich dabei. Super. Aber ich kann meinen Posten nicht einfach verlassen. Meine Männer brauchen mich. Das heißt, wenn ihr einen Ersatz für mich findet, kann ich vielleicht mitkommen. Vielleicht. Es gibt einen jungen Alpha im Lager südlich von hier. Gefreiter Cornal. Ich beobachte ihn seit einer Weile und er würde einen guten Offizier abgeben. Wo ist der gefreite Cornal? Nicht weit. Er hält oft vor dem kleinen Lager südlich von hier Wache. In der Nähe der Tore zu Schloss Gasthöhe. Okay. Wir sehen uns. Bis dann. Habe ich jetzt hier... Nee, ich bin im anderen Lager, ne? Muss mal woanders jetzt hin, damit ich vielleicht doch noch meine Gemmen hier kriege. Wo da? Da soll ich... Ich bin hier nur am Hin- und Herreisen und Dinge erledigen, aber dafür machen wir das ja. Dafür sind ja auch schon wieder hier 3 Quests oder so in, ja, 2, 3 Parts verdüttelt. Und natürlich ist mein Schatzsack mit den anderen Gemmen jetzt weg. Das ist ja eure Beerdigung. Hallo? Jetzt mal aufhören, so zu reden. Finde ich voll nicht nett und so. So, wir gehen hier hin und dann holen wir den noch und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Es geht so schnell, die Zeit. Was soll ich machen? Hier, nimm das mal mit. Den Segen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich muss da vorne lang. So, da sind jetzt auch wieder Gegner. Ätzend. Die bemerken mich, ne? So, Klopsi 1 und 2 sind weg. Meisterhafte dehnbare Schnur. Okay. Und dann haben wir es hoffentlich gleich. Wer bist du denn? Könnt ihr die Bolgan riechen? Hi. So. Ruht euch aus. Moment, was macht ihr hier draußen? Die Kaelet-Küste ist nicht der rechte Ort für einen Spaziergang. Oh nein. Kenne ich euch? Euer Aussehen. Es kommt mir so bekannt vor. Ich habe mit Hauptmann Gasthür in Melzenschir gekämpft. Vielleicht haben wir gemeinsam einige Scharmützel ausgefochten. Ich kann mich einfach nicht an alles erinnern, was geschehen ist. Könnt ihr das? Sergeant Odi muss abgelöst werden. Und ihr sprecht mit mir? Der Sergeant ist eine Legende. Sergeant. Seine Fußstapfen sind sehr groß. Sergeant. Ihr seid der richtige Mann.
Nein, wie? Das kann nicht stimmen. 95% und gescheitert? Wenn der Sergeant wollte, dass ich ihn ablöse, wäre er selbst gekommen, anstatt eine Botin zu schicken. Ihr seid der richtige Mann. Ich habe in vielen Feldzügen gekämpft. Und ohne mich wäre die Einheit im Dammwald gewiss getötet worden. Also schön. Wenn es der Wunsch des Sergeanten Odi ist, werde ich ihn ablösen. Ich danke für euer Vertrauen. Eure Meinung war das Zünglein an der Waage. Ja. Bis dann. Bis dann. Hau rein. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Oh, noch eine Kiste wieder. Jetzt sind wir hier an der Küste mal wieder. Und ich finde das immer sehr, sehr schön, hier zwischendurch zu stehen und einfach mal zu gucken und die Gedanken schweifen zu lassen. Aber wir haben noch einiges zu tun und das machen wir im nächsten Part. Bis dann.